Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage oder ein Beitrag von Stefan. Zunächst möchte ich mich sehr herzlich für die vielen MKB-Beiträge bedanken, die immer sehr interessant und inspirierend sind. Neben dem Markt, den Sie damit erschlossen haben, denke ich, können sehr viele Koi-Liebhaber davon profitieren und Geld sparen, wenn man das bei dem Hobby so sagen kann. Ja, sparen ist immer. Sparen ist, wenn man nicht ausgibt, aber wenn es billiger wird, ist es immer noch eine Ausgabe. Nun zum Thema, das bei einem Kauf aus Ihrer Anlage natürlich von Relevanz für mich wäre. Mir ist schon klar, dass eine zusätzliche Quarantäne immer sinnvoll ist. Jedoch gehe ich bei einem Händler von Ihrem Format davon aus, absolut saubere Fische, KHV muss sowieso ausgeschlossen sein, Parasiten und Würmer medikamentös entfernt, zu erhalten und somit eine Lebensbedrohung des Bestandes, wie auch eine notwendige kostenintensive Behandlung der gesamten Anlage auf keinen Fall aus einem Kauf resultieren dürfte. Ganz ehrlich, Stefan, nein. Und das Nein hat eine ganz einfache Begründung. Es gibt keine absolute Sicherheit, wenn es um Koi, wenn es um Tiere, wenn es um Fische, wenn es um Leben geht. Kann es auch gar nicht geben. Ich kann dir sagen, wir tun unser Möglichstes. KHV ist überhaupt gar keine Frage. Ich denke, da können wir von uns behaupten, dass wir die am besten untersuchteste Farm sind und das nicht erst seit einem Jahr, sondern seit vielen, vielen Jahren. Wir sind die Einzigen, die jedes Jahr bei ihrem Exklusivlieferanten vor Ort KHV-Proben ziehen dürfen, das auch seit Jahren machen. Letztes Jahr war Sandra Lechleiter dabei, haben Sie vielleicht die Blogs gesehen. Die Fische werden dann nach dem Import hier nochmal untersucht und da können wir wirklich sagen, da sind wir absolut safe. Genauso ist es mit CEV, auch hier untersuchen wir alles permanent ununterbrochen. Also von daher keine Frage. Auch macht Marc wöchentlich hier Parasitenabstriche und behandelt gegebenenfalls die Parasiten. Aber wenn du dir beispielsweise die Blogs zum Mikroskopierkurs mit Sandra Lechleiter angeschaut hast, der übrigens sehr, sehr interessant war, auch für mich, dann hast du daraus auch sehen können, dass es keine parasitenfreie Bestände gibt. Der Parasit ist in jedem Koi-Teich vorhanden und er wird auch in jedem Koi-Teich auf alle Ewigkeit vorhanden sein. Es ist nur die Frage, wie werden die Fische gehalten? Ist das Management so, dass die Fische ein starkes Immunsystem haben, dass sie sich selber gegen die Parasiten erwehren können? Sandra Lechleiter hat es ja schon in mehreren Blogs nett erklärt, dass die Fische mehr Abwehrmechanismen haben gegen Parasiten, wie wir uns vorstellen können oder wie man sich das gemeinhin vorstellt. So, also parasitenfreie Fische gibt es nicht, die können wir auch nicht liefern. Alles, was wir tun können, ist, die Fische im Auslieferungszustand in eine Kondition zu überführen, dass der Parasit nicht beim ersten Mal, im ersten Abstrich, sofort einem 100 Würmer entgegenschlagen oder Trichodina oder was weiß ich was. Und das kann Ihnen durchaus aus Anlagen passieren, wo eben nicht der Aufwand betrieben wird. Also das ist auf jeden Fall mal der Punkt, was die Parasitengeschichte angeht. Was natürlich auch ausgeschlossen werden muss, sind bakterielle Infektionen. Und ich glaube, bei uns hat noch keiner einen Fisch mit einer bakteriellen Infektion bekommen, wo wir uns dann rausgeredet haben, der hat sich angeschlagen oder. Es kann ab und zu mal bei den Deutzen vorkommen, das sagen wir dann aber auch dazu, dass die an der Seitenschuppe hier ein, zwei Schuppen fehlen, dass dann die Schuppentasche auch noch rot ist. Das haben wir aber im Auge, das haben wir im Griff. Das sind keine Infektionen, die bakterieller Natur sind, sondern das sind schlichtweg mechanische Verletzungen. Warum das bei den Deutzen überwiegend auftritt, liegt schlicht und ergreifend daran. Da müssen Sie sich vorstellen, eine deutsche Schuppe ist deutlich größer als die Schuppe eines Wagoi, zumindest die meisten deutsche Schuppen, die wir kennen, gerade die an der Seite. Und die hat natürlich eine sehr große Oberfläche. Und jetzt muss man sich einfach vorstellen, wenn die Koi ums Futter betteln oder wenn sie sich mal scheuern, dann ist da natürlich der Widerstand, den so eine große Schuppe entgegensetzt, deutlich höher als bei einer kleinen Schuppe. Und das kann natürlich viel einfacher dazu führen, dass so ein Koi die Schuppe oder dass ein deutscher Koi dann mal seine Schuppe verliert. Aber das ist wirklich das Einzige, mit dem wir hier zu kämpfen haben. Alles andere bei den Wagoi möchten wir ausschließen, dass es hier zu bakteriellen Problemen kommt oder zu Entzündungen oder sonst irgendwas. So. Bis dato habe ich in 7 Jahren 2 Mal gegen Würmer und 1 Mal Trichodina behandelt, wobei die letzte Behandlung 2 Jahre her ist. Ich habe mich bis dato immer nur auf einen Händler meines Vertrauens verlassen. Ich habe vom ersten zum zweiten Händler gewechselt und außerhalb nie Koi gekauft und alle ohne Quarantäne eingesetzt. Neben den Kosten und vor allem dem Aufwand für eine adäquate Quarantäneanlage finde ich es auch für den neuen Koi sehr viel besser, direkt ins neue Heim zu kommen, als nach dem gesamten Prozedere von Japan, bis er bei mir ist, noch weitere 6 bis 8 Wochen in einem Quarantänebecken verbringen zu müssen. Natürlich würde ich meinen Bestand nie riskieren und darum
auch der Schritt nur von absolut vertrauenswürdigem Händler und bis dato nur von einem zu kaufen, wo ich die Anlage persönlich mehrmals gesehen habe. Kann ich dir nur recht geben, das ist das, was ich schon die ganze Zeit sage. Das größte Risiko der Koi-Haltung ist das Vermischen vieler Bestände, das Kaufen von vielen Händlern. Da holt man sich natürlich von jedem einzelnen Händler die Spezialität, die er gerade im Becken hat. Und am Ende vergesellschafte ich diese ganzen Spezialitäten bei mir in meinem Teich. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es knallt. Häufig geht es ein, zwei, drei Jahre gut und im vierten Jahr dann, puff, explodiert die Bombe. Und das kann ich nur sagen, was mir meine Kunden hier immer wieder sagen, die zu den Outlets da sind oder Kunden, die über Auktion bei uns kaufen, das sind viele dabei, die früher die Strategie hatten, von jedem Händler immer das Schönste zu picken. Irgendwann ist es schief gegangen, dann hat man ein, zwei Jahre wirklich, salopp gesagt, die Pest im Teich und ist nahe dran, die Lust am Hobby zu verlieren. Was du zur Quarantäne sagst, ich kann dir sagen, ich bin mir sicher, 90% unserer Kunden setzen die Koi aus unserer Anlage direkt in ihren Teich hinzu. Machen die meisten davon halten sich an unsere Empfehlung, den Teich dann aufzusalzen, auf jeden Fall mal für 5 bis 7 Tage nicht zu füttern, dass die Fische einfach Zeit haben, sich aneinander zu gewöhnen, der Filter Zeit hat oder der Filter sich perfekt um das Wasser kümmern kann, dass nicht der Vergesellschaftungsstress, eventuell hinzugekommene Parasiten oder Bakterienstämme, die der alte Bestand noch nicht kennt, dass das dann gemeinsam noch mit sich verschlechterten Wasserwerte aufgeköchelt wird. Auch da muss man dran denken, vor allem wenn man mehrere Fische einsetzt. Der Filter ist natürlich nur auf den bestehenden Bestand gebrieft. Und ich muss sagen, wenn es dann, und das sind wirklich bei uns nur sehr, 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 sehr seltene Fälle, wenn es dann mal bei der Vergesellschaftung zu Problemen kommt, dann geht es in der Regel immer auch mit Fehlern im Management einher, dass eben die Fische, da erzählen mir die Leute, ja, gestern hat er, wir waren gestern bei Ihnen, gestern Morgen hat der Fisch noch gefressen und heute Morgen liegt er am Boden. Das ist so die klassische Aussage. Und da muss ich wirklich sagen, man kann, wenn man einen sehr vertrauenswürdigen Händler hat, auf den man sich verlassen kann, dass der die eben von dir auch beschriebene Disziplin beherrscht, was KHV, CEV-Untersuchung, bakteriologisch seine Anlage im Griff hat, plus sich regelmäßig um die Parasiten kümmert, dann kann man die Fische in der Regel ohne Probleme direkt dem Teich zusetzen, ohne dass man sie dann, wie du auch richtig sagst, nochmal durch eine stressige Quarantäne zieht. Und auch die Quarantäne würde ich zum Beispiel von diesem eben beschriebenen Parasitenproblem nicht freisprechen. Auch in der Quarantäne wirst du immer Parasiten finden, wenn du nur lange genug suchst. Und die nächste Vergesellschaftung aus der Quarantäne im Teich kann im Prinzip dann auch wieder die gesamten Probleme mit sich bringen. Also, du hast da in allem, was du sagst, völlig recht. Ich gebe dir auch völlig recht, dass du sagst, du möchtest ausschließlich von einem Händler kaufen. Das ist auch das, was ich tun würde, wenn ich jetzt Koi-Hobbyist wäre. Dieses Querkaufen, das ist eigentlich, auf Deutsch gesagt, eine Katastrophe. Das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Und da muss ich ehrlich für mich sagen, so schön kann kein Fisch sein, so billig kann kein Fisch sein, dass ich da am Ende meinen Bestand mit riskiere. Die Koi-Gesundheit, die steht ganz weit oben. Wir haben gestern Teichberatungstag gehabt und da hat mir auch jemand, ganz liebes Ehepaar, ihr Martyrium erzählt, einen Fisch, den sie eigentlich noch beim Händler lassen wollten, nachdem sie ihn am Abholen waren, weil er ihnen nicht gefallen hat. Sie haben ihn dann doch mitgenommen und dann in den nächsten, glaube ich, eineinhalb Jahren war Sandra Lechleiter der meistgesehenste Gast zu Hause, so gern ich sie habe, aber ich möchte sie aus diesem Grund zumindest nicht jede Woche sehen. Und von daher widerstehen zu können, ja, und denen habe ich auch gesagt, sie könnten mir von welcher Käuferfarm auch immer einen Fisch hier schenken oder einen Bestand hier schenken, ich würde den hier in der Anlage auf gar keinen Fall mit meinen Konishis vergesellschaften, sondern das wollen wir ihnen schuldig sein, dass wir ihnen einfach die Sicherheit geben können, dass hier in der Anlage ausschließlich Konishi-Koi gehalten werden, die nur von Japan hierher in die Anlage kommen. So, lieber Stefan, vielen Dank für deinen Beitrag. Ach, du hattest noch unten einen Zusatz. Ich würde mich freuen, eine Antwort zu erhalten und eventuell künftig auch Koi von Konishi in meinem Bestand zu haben. Würde mich auch freuen. Liebe Grüße, mach's gut und bis die Tage. Ciao.